Guten Morgen, meine Damen und Herren, zur zweiten Ausgabe der DINACON, die Konferenz für digitale Nachhaltigkeit. Letztes Jahr, ungefähr zur gleichen Zeit, auch im Oktober, haben wir das zum ersten Mal durchgeführt. Und es war so ein Erfolg, dass wir dachten, wir machen es gleich nochmal. Diesmal mit anderen Gästen. Mein Name, ich bin aber immer noch die gleiche, ich bin Francesca Giardina. Ich bin stellvertretende Geschäftsleiterin der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Das ist eine der Organisationen, die das hier mitveranstaltet. Da sehen wir die restlichen Veranstalter. Das haben wir ins Leben gerufen, weil wir dachten, wir brauchen eine Konferenz, die die digitale Nachhaltigkeit ein wenig ins Zentrum rückt. Was die digitale Nachhaltigkeit genau ist, wird nachher auch noch Edith Graf-Litscher ein wenig erklären. Und das werdet ihr im Verlauf des Tages sicher auch noch mitbekommen. Zuallererst möchten wir uns bedanken für die, die diesen Tag überhaupt ermöglichen. Das ist auf der einen Seite die Welle 7, der Workspace hier, dass wir diese tolle Location gesponsert bekommen. Es ist wirklich ideal mit all den Sessionräumen. Ihr werdet nachher noch in Genuss von diesen Sessionräumen kommen. Dann Google und die Berner Kantonalbank und die Hasler Stiftung. Zu unseren restlichen Sponsoren dazu sind natürlich ganz wichtig. Wir brauchen eine breite Trägerschaft, um diese Veranstaltung durchführen zu können. Wir arbeiten auch stark mit unseren Community-Partnern zusammen, um die ganzen Inhalte zusammenzustellen. Und hier zuallererst mal ein großes Dankeschön an all die, die diesen Tag ermöglichen. So, und jetzt geht's zu euch. Ich möchte eigentlich gar nicht allzu lange heute Morgen hier stehen, weil wir haben ein dichtes Programm. Wir haben ganz viel zu tun und zu erklären und zu sagen. Und Edith Graf-Litscher, das ist unsere Co-Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, die heute die Begrüßungsrede halten wird und ein wenig etwas über die digitale Nachhaltigkeit erzählen wird. Und ich möchte ihr gleich die Bühne freigeben. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Francesca. Ich freue mich riesig, dass ich heute die Ehre habe, eine kurze Begrüßungsrede. Keine Angst, ich werde nicht sehr lange zu halten, weil Sie sind ja vor allem hier, um sich fachlich austauschen zu können. Aber PALDIGI, die einen kennen PALDIGI, vielleicht ist für die anderen PALDIGI noch etwas unbekannt, ist vor rund 10 Jahren entstanden. Nächstes Jahr dürfen wir unseren 10-jährigen Geburtstag feiern. Da überlegen wir uns noch, was da angebracht ist. Aber vor rund 10 Jahren ist Matthias Stürmer, den ich in diesem Kreise nicht vorstellen muss, auf mich zugekommen und hat gesagt, du Edith, da gibt es beim Bund immer so viel freihändige Vergaben und Open Source ist nie ein Thema, Open Data ist auch kein Thema beim Bund, man muss etwas machen. Und ich war damals relativ frisch im Parlament und habe gefunden, es gibt schon genug Leute, die Steuerpolitik, Familienpolitik und andere Themen bewirtschaften, aber die digitalen Themen sind damals noch relativ brach gelegen. Matthias und ich sind dann aktiv geworden und wie es im Parlament so ist, ich bin SP-Nationalrätin, eine Frau. Wenn man etwas vorwärts bringen will im Parlament, muss es breit abgestützt sein. Also haben wir einen Mann aus der bürgerlichen Seite als mein Pendant gesucht und das war damals Christian Wasserfallen von der FDP. Wir waren lange zusammen das Co-Präsidium und Christian hat sich dann ins zweite Glied zurückgezogen und ich bin sehr glücklich, dass ich wieder einen Mann von der bürgerlichen Seite gefunden habe, der bereit war, mit mir das Co-Präsidium zu übernehmen. Franz Grütter muss ich in diesem Kreise auch nicht vorstellen, er ist SVP-Nationalrat aus dem Kanton Luzern und Green CH ist sicher auch allen ein Begriff. Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit setzt sich im Kernteam mit diesen verschiedenen Köpfen zusammen. Uns ist es sehr wichtig, dass wir parteipolitisch eben nicht nur im Go-Präsidium, sondern auch unten breit abgestützt sind. Balthasar Glättli von den Grünen, Rosmarie Quadranti, BDP, Kathi Ricklin, CVP, Christian Wasserfallen immer noch von der FDP und Thomas Weibel von den Grünliberalen. Wir bilden zusammen die Kerngruppe, die sich eben für die verschiedensten parlamentarischen Themen einsetzt. Ja, um was geht es dann vor allem? Eben heute geht es ganz zentral an diesem Anlass natürlich an der DINACON für
um Open Source Software. Open Access ist aber auch ein wichtiges Thema. Die Open Standards, Open Government Data, Open Content und Open Internet. Das sind die verschiedensten Themen, die wir begleiten. Aktuell begleitet mich als Präsidentin der Verkehrskommission vor allem die Revision des Fernmeldegesetzes. Und da habe ich riesig Freude, dass es uns gelungen ist, Netzneutralität hineinzubringen. Vielleicht sind nicht alle hundertprozentig glücklich mit der jetzt vorliegenden Definition, aber Sie wissen, man muss immer schauen, was auch politisch machbar ist. Und ich hoffe sehr, und da ist vielleicht auch Ihr Engagement noch nötig, dass jetzt kommt das Geschäft dann Ende Oktober das erste Mal in die ständerätliche Verkehrskommission, dass dort dann auch die Netzneutralität drin bleibt. Und das wäre vielleicht gut, da möchte ich Sie motivieren, vielleicht dem anderen Gemeinden oder anderen Mitglied dieser Verkehrskommission ungeniert auch noch einen Brief zu schreiben und später dann dem Ständerat, dass es eben wichtig ist, dass die Netzneutralität in diesem neuen revidierten Fernmeldegesetz vorhanden ist. Ich möchte nicht mehr länger werden und möchte Ihnen einfach zusammen einen ganz, ganz tollen, erfolgreichen Tag wünschen. Wenn ich so die verschiedenen Workshops sehe, das würde mich riesig lustig machen. Ich muss nachher leider weiter. Und vor allem nimmt es mich natürlich dann sehr wunder, wer den DINACON Award 2018 bekommt. Ich werde dann mit dem Gewinner wahrscheinlich wieder zu tun haben, weil ich in der Jury des Highest Digital Quality Preises mitarbeiten darf und dann hoffe ich, dass wir viele von Ihnen dann wieder am 21. November sehen im Hallenstadion, wenn dann eben von Swiss ICT die verschiedenen Awards vergeben werden. Und da ist es natürlich ganz zentral, dass eben auch einer aus dem Open-Source-Bereich auf der Top-Liste ist. Ich habe nun die große Ehre und Freude weiterzugeben an Simon Phipps. Simon Phipps ist Software-Spezialist. Er engagiert sich bei UK Open Rights Group und Open Document Foundation und präsidiert die Open Source Initiative, die seit 20 Jahren die Definition und Lizenzen von Open Source definiert und schützt. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. A hearty welcome to Simon to DINACON. Danke vielmals. Thank you.